bilden. Die Nebelfelder lösen sich nur sehr langsam auf, verbreitet scheint aber die Sonne. Und nur an den Küsten ziehen lockere Wolken durch. Am Nachmittag kommen im Nordwesten noch einige hinzu, sonst ändert sich nichts. Im Donautal kann es örtlich auch den ganzen Tag über neblig bleiben. Die Temperaturen liegen mit 10 bis 13 Grad weiterhin auch im milden Bereich. In den Nebellöchern braucht die Sonne etwas mehr Energie zur Nebelauflösung, deshalb hier nur um 5 Grad. Und auf den Bergen wird es mit 15 Grad am wärmsten. Der Wind weht nur hier und an der Küste spürbar aus Südwest. Bis zum Dienstag bleibt die Wetterlage stabil, dann kommt aber tief Julia mit einigen Wolken und Regentropfen wieder zu uns und die Temperaturen gehen ebenfalls langsam zurück. Ab Mittwoch gibt es dann überall wieder einstellige Temperaturwerte mit einer Schneehoffnung für die Gipfel der Berge. Die Täler bleiben aber weiterhin grün und dann auch etwas verregnet. Tja, nun, ich fahre später Ski. Ich hoffe, dann kommt der Schnee irgendwie noch und von daher ist es mir jetzt wurscht. Das war's von uns beiden hier von Uli Potowski bei dem Nichtsprießt. Ganz wichtig, dass wir das nochmal gesagt haben. Wir müssen das nachher nochmal besprechen, aber gut. Boris Henn wartet auf Sie mit Explosiv Weekend und ich hoffe, Sie schauen uns morgen wieder zu 18.45 Uhr RTL aktuell. So, ja, jetzt zum Schluss mit dem Unsinn. Es wird nichts übers Sprießen. Chronik 97, ein Jahr in Bildern. Jubel um die Rückgabe Hongkongs. Spaß, die Spice Girls erobern die Welt. Überraschung, 7 Kinder auf einen Streich. Das alles und mehr in der Chronik 97, präsentiert von RTL aktuell. Ab sofort überall im Handel erhältlich. Tja, einen schönen Feierabend an den Nachrichtencrew und Ihnen einen guten Abend aus dem Explosivstudio. Das Weekend Magazin bringt Ihnen heute unter anderem dies. Schnicklicher Katalog. Ein Graf macht mit dem Schnickschnack der Blaublüter das große Geschäft. Attacke im Meer. Ein Hai hat sie aufgespürt. Jetzt schwimmt sie um ihr Leben. Und wir berichten natürlich über die neuesten Entwicklungen beim offenbar geplanten Massenselbstmord von Sektenjüngern auf Teneriffa. Wir sagen Ihnen, worauf Sie bei der Geburt Ihres Kindes unbedingt achten müssen. Und Sie erfahren, wie Sie sich nie wieder Sorgen um Flecken in der Kleidung machen müssen. Es gibt viel zu sehen bei Explosiv Weekend. Wir zeigen es Ihnen. Fokus Titelthema, Vererbung. Was haben Ihre Kinder von Ihnen geerbt? Das sind die allerneuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Vererbung. Dieser Artikel wird in den Familien genauso kontrovers diskutiert werden wie von den Vätern und Müttern hier an diesem Tisch. Montag ist Fokustag. Der Mensch, eine erstaunliche Schöpfung. Er kann tausende Geschmacksrichtungen erkennen, 10.000 Düfte riechen, über 300 Farben sehen. Aber schon bei einer einzigen Erkältung fühlt man sich total im Eimer. Ihre Apotheke hat über 30 preiswerte Ratiopharm-Erkältungsmittel. Fragen Sie nach Ratiopharm. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das gute alte Kupferkabel. Grundsolide. Aber die Glasfaser ist dem natürlich haushoch überlegen und da hat die Telekom weltweit das dichteste Netz. Und bei den Tarifen tut sich auch eine Menge. Wollen Sie wissen was? Rufen Sie an. Jetzt informieren. 0130 1118. Heute Abend bei RTL. 100% Spaß. In einer brandneuen 100.000 Mark Show. Direkt danach, wie bitte? 100% Amtsschimmel. Und 100% Staunen. Und schließlich um 23 Uhr RTL Samstag Nacht! 100% Ablachen. Der erste 300%ige Showabend 1998. Heute bei RTL. Heiße Silvesterparty im Gefängnis. Auch die Wärter feiern, doch einige denken an Flucht. Du hast mir versprochen, dass wir zusammen abhauen und mein Kind suchen. Und zwar bald. Walter und Vivi planen den Ausbruch. Es ist eine einmalige Chance. Wenn wir die nicht nutzen, dann sind wir selber schuld. Hinter Gittern, der Frauenknast. Montag, 21.15 Uhr bei RTL. Samstag ist Weekendtag bei RTL. Willkommen zum Wochenendmagazin von Explosiv. Ich bin Boris Henn. Guten Abend.
Lebensgefährliche Geburt. Immer mehr Kinder kommen behindert zur Welt, weil Ärzte im Kreissaal die Kontrolle verlieren. Wie sie Gefahren bei der Geburt ihres Babys verhindern können, heute im Klinikcheck. Außerdem im Samstagsmagazin. Alle lieben Willi. Sein Charme stellt sogar Boygroups in den Schatten. Seine blauen Augen bringen jede um den Verstand. Prinzenrolle zum Anbeißen. Heute in Explosiv Weekend. Noch immer verhört die spanische Polizei die deutsche Heide Fitkau-Gate auf der Urlaubsinsel Teneriffa. Die Sektenchefin war festgenommen worden, weil sie offenbar 32 Mitglieder ihrer Sekte in den Selbstmord schicken wollte.